Wir stehen jetzt hier vor vier verschiedenen Simsons und die haben alle eine Gemeinsamkeit. Und zwar sind die alle mit einem unserer Second Ride Umbausätze elektrifiziert worden. Da seht ihr eines der klassischsten Modelle, eine Simson S51. Hier haben wir einen Simson Star, eine Schwalbe, die kennen die meisten. Und dieses seltsam aussehende Dreirad, das ist eine Duo, ein Krankenfahrstuhl aus der DDR. Mit einem Hauch von Nostalgie und einem Schritt in die Zukunft betreten wir die Welt der Simson-Mopeds. Für viele Enthusiasten sind sie die Leinwände für Kreativität und Innovationen. Unter vielen begeisterten Fans finden sich unter anderem Carlo Schmidt und Sebastian Marten, zwei Ingenieure mit einer Vision. Ihre Reise begann an der TU Berlin, wo sie an der Entwicklung eines Elektroumbausatzes für Simson-Mopeds aus der DDR maßgeblich beteiligt war. Bei DDR haben wir schon ein Stichwort, und zwar sind diese Fahrzeuge recht besonders heutzutage, vor allem deshalb, weil sie unter einer Sonderregelung laufen. Und zwar dürfen die alle 60 km/h fahren, obwohl es Kleinkrafträder sind. Das heißt, man kann sie mit dem Autoführerschein oder Mopedführerschein fahren, aber eben 60 km pro Stunde statt 45. Und tatsächlich bleibt es auch erhalten, wenn ihr die Fahrzeuge mit einem unserer Umbausätze auf Elektro umbaut. Was ziemlich cool ist an dem Umbau, dass man 50% mehr Leistung hat, theoretisch. In der Praxis ist es eigentlich noch mehr Beschleunigung, die ihr bekommt, als nur 50% mehr, weil einfach so ein Elektromotor von Drehzahl 0 direkt volles Drehmoment bringt. Also Drehmoment ist quasi dann am Ende das, was euch vorwärts schiebt, und mit anderen Worten Beschleunigung, die einfach wirklich sich ganz anders anfühlt und viel direkter ist und richtig Fahrspaß bringt. Ja, aber auch wenn es viele gibt, die Lust drauf haben, gibt es auch eine große Gruppe natürlich, die sagen, hey, wie könnt ihr das eigentlich machen, so schöne kulturelle Erbstücke auf Elektro umbauen, verhunzen quasi, kaputt machen. Ist natürlich schade, dass wir bei manchen so angesehen werden. Wir glauben aber ganz andersherum eigentlich, dass wir dieses Kulturgut hier erhalten, indem wir es zukunftssicher machen. Ne? Das wäre schade, wenn die alle irgendwann mal im Museum nur noch stehen dürfen. So ist wirklich sichergestellt, dass wir die für immer auf den Straßen sehen werden. Dass sie wahnsinnig haltbar sind, ist ja schon bewiesen. Und jetzt haben wir eben ein nachhaltiges Antriebskonzept. Das sieht übrigens auch der Joachim Scheibe, einer der maßgeblichen Mitgestalter von Simson, so. Der war begeistert, als er von unserem Konzept gehört hat. Sagt, deswegen unter anderem hat er die S51 so offen entwickelt, damit ein Wechsel des Antriebs leichter sei. Was eine häufige Skepsis ist, ist, dass ja, so, das nicht mehr rückgängig machbar ist. Das stimmt eben nicht. Also der Umbau ist extrem schnell und einfach durchzuführen, aber genauso schnell ist er auch rückgängig machbar. Und es ist auch wirklich so, dass nichts gebohrt oder geschweißt, gesägt wird am Rahmen, sondern wirklich ja, im Prinzip der Elektromotor mit zwei Schrauben, mit den gleichen zwei Schrauben, mit denen der Verbrennungsmotor angeschraubt ist, nur gehalten wird. Und genauso schnell, wie man einen Verbrennungsmotor wechseln kann, kann man eben auch den Elektromotor wieder ausbauen. Wie ist es jetzt eigentlich so, mit Strom aufzutanken oder mit Benzin aufzutanken? Klar, mit der geringen Reichweite müsst ihr häufiger euren Akku aufladen. Allerdings geht es an jeder normalen Haushaltssteckdose. Und man kann vor allem den Akku ganz einfach abnehmen und dann mit nach Hause tragen. Das heißt, man braucht auch keine Steckdose an der Straße zu finden, wie das mit Elektroautos ist. Das Besondere dann natürlich auch ist, Strom ist viel günstiger als Benzin. Also man zahlt bei uns für 100 Kilometer nur 1,20 Euro, während das bei so einem Benziner direkt mal eben 5,80 Euro ungefähr sind. Unsere angenommenen Verbrauche sind dabei bei einem Elektrofahrzeug 4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist auch sehr realistisch, das haben wir viel ausprobiert. Und beim Verbrenner, bei der Simson-Verbrenner, gehen wir davon 3 Liter auf 100 Kilometer aus. Was natürlich dann noch spannender ist, wenn man eine PV-Anlage zu Hause hat, also eine Solaranlage, und seinen eigenen Strom produziert, dann ist das Aufladen natürlich ganz kostenlos. Oder ihr ladet einfach im Restaurant auf, dann ist es auch kostenlos.
Nee, aber Spaß beiseite. Mit PV-Anlage macht es natürlich wirklich Sinn zu laden. Unser Ladegerät hat 1 Kilowatt. Das heißt, damit könnt ihr so in 3 Stunden unseren großen Akku wieder vollladen. Und einige unserer Kunden haben das dann auch so eingestellt, dass sie eine Zeitschaltuhr benutzen und nur dann ihren Akku aufladen, wenn denn die Sonne scheint. Gut, was bekommt ihr denn aber jetzt eigentlich geliefert, wenn ihr bei uns so ein Umbaukit bestellt? Das ist einmal das Antriebsmodul hier. Da ist ein Elektromotor dabei, bürstenloser Gleichstrommotor, 4 Kilowatt Nennleistung, 5,5 PS sind es ungefähr. Da ist Leistungselektronik vorne dran und selbstentwickelte Elektronik, die unter anderem eben die Position vom Vergaserschieber erkennt. Also da wird wirklich tatsächlich die original Vergaserkappe eingeschraubt. Das ist eben auch eine Entwicklung von uns. Und abgesehen vom Antriebsmodul bekommt ihr eben diese Sitzbank hier. Entweder so in glatt oder in gesteppt. Und da drin befindet sich dann der Akku, der sich auch abnehmen lässt. Das heißt, wenn ihr dann mal aufladen wollt, dann nehmt ihr die Sitzbank einfach ab und könnt sie ganz einfach mit in eure Wohnung oder in euer Haus tragen und da an jeder normalen Haushaltssteckdose in wenigen Stunden wieder aufladen. Ja, die Sitzbank bringt 50 Kilometer Reichweite oder 70 Kilometer Reichweite. Da haben wir auch noch 2 verschiedene Varianten. Und das sind tatsächlich realistische Reichweiten, die wir so getestet haben. Man kann auch drüber kommen, wenn man im Hochsommer fährt. Abgesehen von der Sitzbank ist außerdem bei jedem Modell noch eine Armatur dabei. Die unterscheidet sich so ein bisschen von Modell zu Modell. Hier beim Star ist sie vorne am Lenker angebracht und jede dieser Armaturen enthält ein Zündschloss, eine Ladestandsanzeige in Tacho-Design und einen Taster, bei dem man den Fahrmodus betätigen kann und auch über eine LED so ein bisschen Feedback bekommt, was gerade mit dem Antrieb eigentlich so los ist. Ich habe die Idee vor 4 Jahren für Second Ride gehabt. Da war ich in meinem Maschinenbaustudium hier in Berlin an der Technischen Universität. Ich hatte noch mal früher, so mit 17, so eine Schwalbe hier, ähnlich wie die, ein bisschen weniger schön. Und habe die geliebt dafür, wie sie aussah, aber die war wirklich wahnsinnig unzuverlässig. Ich war auch nicht so ein super Schrauber, muss man dazu sagen, und habe sie deshalb dann wieder verkauft. Ja, und als ich dann an der Uni studiert habe, kam mir so die Idee, oh, ich möchte die eigentlich mir nochmal so eine Simson kaufen, aber die auf Elektro umbauen. Und habe dann gemerkt, das ist ein deutlich schwierigeres Unterfangen, als ich ursprünglich dachte. Es ist mehr als nur ein Elektromotor und Akku, den man da reinhaut und dann losfährt. Da gab es dann die Möglichkeit, an meiner Uni ein Projekt zu gründen, wo man dann mit vielen Studierenden über 4 Semester hinweg quasi sowas entwickeln kann. Und das habe ich gemacht. Das war auch sehr erfolgreich. Wir haben einige Preise auch gewonnen und ein bisschen Aufmerksamkeit von der Presse bekommen. Und da war für mich klar, ich will das marktreif machen und für alle Interessenten da draußen anbieten. Genau, da habe ich dann meinen Mitgründer kennengelernt, Sebastian, und das war vor 2 Jahren. Jetzt sind wir ein richtiges Unternehmen, kann man sagen. Haben 15 Mitarbeiter, eine eigene Produktion, eigene Entwicklungsabteilung und verkaufen jetzt erfolgreich diese Umbausätze. Im mittleren dreistelligen Bereich haben wir jetzt mittlerweile Umbausätze ausgeliefert und der Andrang ist weiterhin sehr gut. In einer Zeit, in der die Ressourcen knapper werden und die Umweltbelastung immer stärker ins Bewusstsein rückt, bieten Schmidt und Martin mit ihrem Konzept eine super Antwort. Ich finde, so wird die Geschichte dieser Mopeds fortgeführt, nicht nur als Relikt vergangener Tage, sondern als lebendige Symbole für die Kreativität und Leidenschaft ihrer Besitzer. Ich danke wieder Urst fürs Anschauen und schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bis bald, euer Jan.